Jetzt ist Pause. Ey, jetzt film ich gerade. Jetzt film's, okay. So, hallo. Liebe Freunde von YouTube und Facebook. Wir sind gerade hier beim Schnitzen von Rübengeister. Das ist jetzt gerade der Stefan. Er macht gerade hier einen Rübengeist für Halloween. Beziehungsweise Rübengeisterfest. Könnte man es auch nennen. So, hallo, ich bin Sören Braun und ich bin hier dabei, gerade einen Rübengeist zu schnitzen und kann euch mal ein bisschen was erzählen, wie man den so einen Rübengeist schnitzt. Ja. Der Stefan macht gerade den zweiten. Ich habe halt hier schon den ersten hier schon mal fertig. Ne, das ist hier der erste, genau. So sieht es im Endeffekt dann aus, der fertige Rübengeist. Und hier sind wir gerade beim Machen. Also, ich habe Folgendes gemacht. Ich habe hier die Kappe abgeschnitten, ungefähr in der Höhe. Man muss natürlich aufpassen, dass die Kappe jetzt nicht zu klein wird von dem Rübengeist, weil wenn sie zu klein wird, ist das Problem, dass durch das Feuer der Katze, die sich dann in dem Rübengeist befindet, die Kappe zum Schrumpfen anfängt und im schlimmsten Fall kann es dann auch sein, dass die Kappe dann reinfällt in den Kopf quasi vom Rübengeist und dann wäre es natürlich nicht so gut. Also wie gesagt, die Kappe ruhig groß lassen, dann auch nicht zu viel aushöhlen bei der Kappe, aber man braucht auf der anderen Seite doch ein Loch, damit einfach der Qualm von der Katze dann abziehen kann, dass da die Katze ein bisschen Luft hat. Habe ich hier so ein Löchle gemacht, aber ich habe nicht hier alles ausgehöhlt, weil sonst hat die Kappe auch wieder zu wenig Wandung und das Problem ist bei der Kappe, dass sie zum Schrumpfen tendiert und dass dann eben sie dann in den Körper des Rübengeist dann reinfällt und dann die Katze natürlich ausmacht und das wäre natürlich schlecht. Also da oft gucken nach der Wandung, dass die noch erhalten bleibt. Ja. Trotzdem mache ich hier ein Loch, damit einfach der Qualm abdampfen kann. Das sieht dann gut aus, wenn dann hier oben der Qualm dann rauskommt, dann sieht es aus, wie wenn der Kopf qualmen würde und es sieht dann echt geil aus. Also, ich habe erst geköpft, dann habe ich hier einfach geschnitzt mit dem Messer, habe das ausgehöhlt, dann muss man auch gucken, dass die Wandung nicht zu dünn wird, dass sie rausbricht, aber auch nicht zu dick, ja, dass die Katze noch gut Platz hat. Ja, hier vorne habe ich mal das Gesicht aufgezeichnet, da ist es aber wichtig, dass zwischen den Augen und der Nase noch genügend Platz ist, dass hier nicht so ein Durchbruch entsteht von Nase und Auge, das ist alles dann, sonst wird das alles ein Riesenloch und das ist dann dann wird der Rübengeist versaut und das wäre natürlich schlecht. Ja. Der Stefan hat jetzt das Gesicht mit dem Filzstift aufgezeichnet und schon dabei, das Gesicht zu machen. Okay. Ja, also für einen Rübengeist, habe ich noch vergessen, dann nimmt man Zuckerrüben vom Bauer, ja. Einfach mal den Bauer höflich fragen, kann man da was mitnehmen? Ja. Oder man geht halt das Risiko und nimmt ein paar mit. Mein Gott, das sagt kein Mensch was normalerweise. Aber gut. Ich finde so Rübengeister einfach viel uriger wie jetzt so ein Kürbis, weil einfach, das sieht einfach so geil aus. Das sieht aus wie ein Geist. Und wenn man sich den Rübengeist mal anschaut, ja, das ist einfach dann urig. Also ihr werdet es dann auch sehen, wenn man die Rübengeister dann anzündet in der Nacht, das sieht dann einfach viel geiler aus wie mit so Kürbisse. Ja. warum nicht auch ein bisschen die Tradition achten? Das ist einfach, warum alles von den Amerikanern übernehmen, muss ja nicht unbedingt sein. Also von dem her finde ich einfach Zuckerrüben viel besser wie Kürbisse. Ja. Okay, und also wie gesagt, so ein Kürbis, ein Rübengeist zum Schnitzer ist nicht schwer. Man muss halt nur aufpassen, auf die Wandung achten, nicht zu dick, nicht zu dünn. Die Kappe, dass man nicht alles aushöhlt, sondern maximal hier so ein kegelförmiges Loch reinmacht. Und dass die Kappe noch eine einigermaßen Größe hat, aber es darf natürlich auch nicht zu groß sein, sonst hängt das Gesicht vom Rübengeist da unten. Ja. Das sind so meine Erfahrungen. Ja. Okay. Das war's mal soweit von den Rübengeister. Wenn ihr noch auch Erfahrungen habt, wie man Rübengeist herstellt, wie man den schnitzt oder was ist eure Meinung, was findet ihr besser? Kürbisse oder Zuckerrüben, ihr könnt mir da in die Kommentare schreiben. Ja.
und könnt ihr meinen Kanal abonnieren und das Video teilen. Und ja, dann sage ich dann mal bis zum nächsten Mal und ciao.